Hey Skat-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Partieanalyse. Wir wollen wieder eintauchen in die Niederungen der verschiedenen Verteilungs- und vor allen Dingen Verlaufsmöglichkeiten einer einzelnen Partie. Und was wäre besser geeignet als das Rätselforum? Und tatsächlich habe ich mir das Rätsel der letzten Woche rausgesucht, lang oder blank. Und da werdet ihr euch vielleicht wundern, denn das ist ja nur Schwierigkeit 2. Üblicherweise mache ich ja hier eher die härteren Brocken. Aber ich habe es gestern mir angeschaut und ich habe richtig lange dran geknabbert, hatte am Anfang einfach nicht die zündende Idee. Und da ist mir eben einmal mehr auch wieder aufgefallen, was ich ja auch von euch sowieso weiß, die Einschätzung, wie schwer nun ein Rätsel ist, die ist von Spieler zu Spieler und von Rätsel zu Rätsel teilweise sehr unterschiedlich. Das ist doch sehr subjektives Empfinden und es mag auch so ein bisschen davon abhängen, wie schnell oder eben langsam man oder lange man eben braucht, um eine gewisse Idee irgendwie quasi zu finden. Und mir ist das eben gestern in dem Rätsel auch echt schwer gefallen und da dachte ich, Mensch, also 2, so wie ich da gestern dran rumgebissen habe, hätte ich ihm eher 3 oder 4 gegeben. Und deswegen lasst uns das einfach mal anschauen. Also, Mittelhand wird Alleinspieler, findet schlecht, entscheidet sich für einen Fünftrümpfer mit 2 gedrückten Damen, ganz klassisch. Wenn ihr euch später die Karte von Mittelhand anschaut, komplett plausibel. Wir haben hier in Vorhand 4 Trümpfe dagegen und Herz König oder Herz 7 scheinen an sich die naheliegenderen Eröffnungskarten zu sein. Ne? Auf den kurzen Weg die lange Farbe und ja, gerade die kurze Farbe an sich nicht so naheliegend, weil man sich ja mit den 4 Trümpfen eher selber ein bisschen in den Trumpfzugzwang begibt und seine Trumpfstärke quasi verstechen will, also sich selbst in Trumpf kürzen will, wie manchmal der Jargon es so behauptet. Deswegen schon zweifelhaft, aber der Spielverlauf wird schon stark von dieser Eröffnung beeinflusst. Ein knapper Sieg ist aber immer noch möglich. Also dann mal auf ins Glück. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie ich das dann gestern so empfunden habe. Man nimmt so den ersten Stich mit und dann tatsächlich, Karte klappt auf. Man sieht, Alleinspieler hat Karo Ass 10 Lusche, hat die 5 Trumpf mit den mittleren Buben und hat Herz Ass Lusche in der Hand, gedrückt Kreuz Dame Herz Dame, ziemlich logisch. Wie setzen wir fort? Natürlich auf dahin, wo es weh tut mit Herz. Wir müssen das Herz Ass rausholen und im Moment kann sich der Alleinspieler das Schneiden mit der Lusche eben noch nicht erlauben, weil dann hinten die Blanke 9 übernimmt. Karo kommt gestochen, Herz gestochen, Karo zurückgestochen. Deswegen nimmt er das Ass. Und jetzt stellt sich natürlich raus, unsere 4 Trümpfe sind gar nicht so besonders viel wert. Ne? Alleinspieler hat noch die mittleren Buben in der Hand und vor allen Dingen, egal was wir hier auch spielen, so ein Zugkreuz von unten etwa, da wird sofort die Herz 8 entsorgt, dann haben wir 30 Augen, können jetzt zwar Kreuz weiterspielen, was der Alleinspieler sticht, müssen dann aber Kreuz Ass auf die Trümpfe abwerfen, um überhaupt im letzten Stich den Karo König Stich mit der Herz 10 zu verteidigen, kommen also erst im letzten Stich überhaupt aus dem Schneider und gerade mal auf 44 Augen. Und 44 Augen ist ja so weit von einem möglichen Sieg entfernt, von dem, was wir hier, wo wir hier drauf hinwollen, dass das ja überhaupt nicht so richtig sein kann. Wenn wir jetzt statt der Kreuz-Lusche, Kreuz-10 etwa Kreuz-Ass, Kreuz-Lusche spielen, dann wird eben auf 11 Augen abgeworfen und jetzt hängen wir wieder da bei 31 zwar, aber machen erneut nur noch einen Stich. Ne? Ja, je nachdem, wie wir hier fortsetzen, kommen wir also auch nicht viel weiter. Und da gibt es noch andere Variationen, auch wenn ich jetzt zwischendrin hier Karo etwas spiele schon. Kann ich jetzt hier gar nicht machen, sondern jetzt hier etwa, weiß ich nicht, Kreuz rüber spiele, dann wird gestochen. Es kommt auch wieder Trumpf und es wird einfach alles nicht besser. Jetzt habe ich noch nicht mal das Herz Ass rausbekommen. Das heißt, der Spieler kann jetzt, je nachdem wie ich agiere, wieder die Herz-Lusche auch noch günstig loswerden und wir stehen immer auf ähnlichen Punktzahlen. Also, ich schenke das jetzt hier einfach mal ab. Da war irgendwie der Wurm drin. Ich stand auf dem Schlauch und um dann das Rätsel zu lösen, muss man sich dann an sich mal einmal so auf das besinnen, was eigentlich der Spieler, der hier im ersten Stich die Karo 8 auf den Tisch gelegt hat, was der damit eigentlich
bezweckt, beziehungsweise warum man denn nun gerne auch mal blank ausspielt, weil ja unsere Trümpfe gar nicht so stark sind und weil wir auf dieser Farbe unsere Trümpfe einsetzen wollen. Und das bedeutet hier die entscheidende Idee, die im Prinzip dann den Unterschied von wir landen bei 44, 45 bis wir landen bei 60 aufmacht, ist jetzt hier diesen ersten Stich nicht zu übernehmen. Und das ist schon irgendwie, das sieht nicht irgendwie natürlich aus, ne? Also ich kann schon verstehen, dass man überlegt, nehme ich hier den König, nehme ich hier das Ass, aber dass man grundsätzlich hier im zweiten Stich erstmal automatisch sagt, hey, also bleibe ich mal unter, ich will ja meine Trümpfe jetzt ins Karo verstechen. Nicht unbedingt der Fall, aber jetzt kommt der Grund, warum das so gut funktioniert. Da ist eben dieser kurze Kreuzbube noch. Aber es ist eben auch der Kreuzbube. Das heißt, der Spieler kommt noch ran. Der kann jetzt Karo bringen. Wir stechen hier ins Leere, kriegen also nur die Lusche. Aber das ist ja nur bei diesem Mal. Gleich werden wir noch die Karo 10 rausangeln. Und jetzt ist hier noch so eine kleine Falle drin. Also wenn man jetzt denkt, die Herz 7 reicht, dann schnippelt der Alleinspieler einfach mit der 8. Wir nehmen die 9. Ich kann es einmal kurz demonstrieren. Dame gestochen, die Karo 10. 35 liegen und wir kriegen noch schön Herz 10, Herz Ass mit dem Kreuz Buben gestochen, aber danach ist Feierabend bei 58. Mit anderen Worten, das reicht nicht ganz. Die Engine rechnet da wirklich mit ganz spitzer Feder. Deswegen müssen wir jetzt hier schon den Herz König ins Feld führen, denn wenn da geschnippelt wird, dann ist es vorbei. Dann haben wir diese vier Augen mehr. Danach kommt wieder Herz 10, Abstich, Karo, Abstich. Dann haben wir 62. Von daher nimmt der Alleinspieler jetzt das Ass raus, weil er dann ein bisschen mehr bekommt. Spielt auch Trumpf. Alles klar. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt hier diesen weiteren Einstich haben, haben wir eben nicht nur diesen Einstich, sondern wir haben damit gleichzeitig auch noch wieder diese wichtige Übergabe, die verhindert, dass der Alleinspieler die Herz Lusche so günstig jetzt auf 10 Augen Kreuz oder 11 Augen Kreuz loswerden kann. Nein, jetzt stechen wir einfach, kommen damit automatisch wieder vor, können Herz 10 spielen und den Sack mit dem Kreuz Ass zumachen und voilà, die Probleme sind gelöst und wenn man es dann geschafft hat, fragt man sich, warum habe ich an diesem Rätsel jemals gezweifelt oder jemals Schwierigkeiten gehabt? Naja, die Antwort ist eben ganz einfach. In diesem zweiten Stich mit verdeckten Karten muss man erstmal auf die Idee kommen, Trumpf unterzubleiben. Und ja, was wir hier am Ende haben, ist, um auf die Siegerstraße zu bleiben, muss die Jagd auf die Karo 10 gemacht werden. Dazu ist es notwendig, den ersten Trumpfstich zu unterbieten, die Idee aus dem ersten Stich konsequent weiterzuverfolgen, blank oder lang. Manchmal passiert nicht viel, heißt, manchmal ist es tatsächlich egal. Es sieht ja an sich auch, das finde ich sehr interessant an der Partie, es sieht in der Öffnung erstmal eigentlich wie ein Fehler aus, finde ich, diese Karolusche zu spielen. Und man gewinnt tatsächlich auch, wenn man im Aufschlag Herz 7 oder Herz König bringt. Na, also die naheliegenden Karten führen hier durchaus auch zum Erfolg, aber gebt das gerne mal in die Analyse ein, das ist dann ein komplett anderer Spielverlauf. Wenn man die Blanke aufschlägt, so wie hier, dann muss man eben auch diesen Plan, der dahinter steckt, konsequent verfolgen. Und dann ist das in dem Fall, was eben überraschend ist, macht das gar keinen Unterschied. Das Spiel wird trotzdem geschlagen. Und ja, einfach nur mal wieder auch Wasser auf die Mühlen derjenigen, die, sagen wir mal, wissen, dass Skat einfach komplex ist und dass es immer viele Wege gibt, die nach Rom führen. Also sowas wie, ich spiele immer so oder das ist nie richtig. Diese Geschichten gibt es eben sehr selten, beziehungsweise es gibt genug Verteilungen und Partien, wo es einfach Varianten auf verschiedenen Wegen gibt, die die Geschichte einfach ausgesprochen interessant und spannend gestalten. Vielen Dank abschließend an Andreas Erb, aktuell der fleißigste Rätselideengeber. Hab noch von ihm einen ganzen Sack voll Rätsel in der Pipeline. Freue mich schon auf jedes einzelne. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch einen schönen Tag. Und natürlich ein schönes Wochenende mit immer gut.